Ich freue mich sehr, dass ich endlich wieder hier stehen kann, euch alle begrüßen und natürlich besonders die Zuschauer, die heute auch per Livestream dabei sind. Es war jetzt schon eine etwas längere Zeit, die ich nicht mehr hier war, aber es ist voll, es ist toll, die Stimmung ist bombastisch. Es wird hier auch gleich ganz schön kochen, das kann ich euch sagen. Wir haben nämlich wieder zwei unglaubliche Künstler hier heute Abend. Und für die, die heute das erste Mal dabei sind, wir sind hier tatsächlich in einem echten Wohnzimmer, in einem echten Haus und zwar in dem Haus meiner Eltern. Also, habt einen wunderschönen Abend und freut euch besonders mit mir jetzt auf die erste Künstlerin und zwar Natalie Horla, auch bekannt als Cascada. Ja, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass so viele aufgetaucht sind. Wie ihr wisst, bin ich eine kleine Dance-Maus. Und ja, für mich ist es wirklich das erste Mal, dieses Song of My Life zu machen, in diesem süßen, intimen Wohnzimmer. Und es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ich habe alle erst gestern, ja, außer Elosch hier, habe ich erst alle gestern kennengelernt. Und es sind ganz, ganz tolle Musiker, ganz, ganz liebe Menschen. Und die haben mich wirklich, wie sagt man, mich beruhigt, weil ich komme aus den Clubs und so eine Möglichkeit zu haben, hier mit Liveband zu singen, mal die Wahrheit, ne, zu preiszugeben, das ist schon eine große Sache für mich. Ich bin auch wirklich noch zittrig und verzeiht kleine Fehlerchen, aber habt ganz, ganz viel Spaß.
Dankeschön. Also ich muss sagen, so ein Start für die Show, das kann man sich, glaube ich, nicht besser wünschen. Vielen Dank, eine gute Stimmung. Okay, kriegt kleine schlechte Stimmung jetzt von dem nächsten Song. Glorious. Ich liebe diese Nummer immer noch, ich finde sie wirklich toll. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß dran. Ey, super! Wir haben bei Eurovision leider nicht so gut abgeschnitten, aber das ist jetzt einfach mal egal. Hier ist Glorious für euch. Show. Tell me what you're waiting for. Oh, 'cause I wanna live before I die. Crash and burn and lose my mind. We can set the world on fire. Tonight we can. Die nächste Nummer macht mir richtig zu schaffen. die ist, wenn ich mich nicht vertue, sogar auf Jan, auf unserem allerersten Album drauf. Und das ist einfach mal irgendwie 8, 10 Jahre her. Ist eine sehr schwere Nummer für mich, aber die ist mir sehr am Herzen. Es ist eine Rascal Flatts Nummer eigentlich. Die heißt What Hurts the Most.
Und die möchte ich gerne für euch singen in der Balladenversion. Gibt es auch als Dance-Version. Also, viel Spaß. Viel Erfolg. Oh, ich werde es brauchen. House that don't bother me. I can take a few tears now and then and just let them out. I'm not afraid to cry every once in a while, even though going on with you gone still upsets me. There are days every now and again I pretend I'm okay, but that's not what gets me. Bitte auch für die Band, die sind der Wahnsinn. Jetzt kommt für mich was ganz Besonderes, ist der Abend sowieso. Aber meine sehr liebe Freundin und tolle Sängerin, eigentlich heißt sie Elli, ich nenne sie Elosch, Spitzname Insider, alles super. Auf jeden Fall tut sie mir heute total den Gefallen, nicht nur Background zu singen, sie steht meistens auch noch vorne wie ich. Sie singt mit mir ein Duett und dieses Duett heißt Breathless. Viel Spaß.
Dankeschön. Es gibt nichts Besseres, als mit Freunden arbeiten zu dürfen. Das ist, ist keine Arbeit mehr. Danke, Mann. Okay, diese nächste Nummer. Wir haben ja so ein bisschen diese Story von Song of My Life, hat ja auch damit zu tun, nicht nur meine Songs als Künstlerin vorzustellen in einer anderen Art und Weise, sondern auch, ich glaube, es war bester Song und erster Song. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ich habe diesen Song gewählt, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Thema, aber es ist sehr, sehr alt für mich. Ich habe früher als Cocktailbar-Sängerin auf einer Briefmarke performt, früher. Also ganz kleine Bühne und alles cool. Auf jeden Fall war dieser nächste Song Teil meines Sets, als ich damals gesungen habe. Ich frage mich bis heute, wieso ich es eigentlich gewählt habe. Es ist viel zu schwer. Irgendwie habe ich das damals hingekriegt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und es ist ein Song von Christina Aguilera und heißt Impossible.
Ja, vielen Dank. Die nächste Nummer, die wir gerne machen wollen würden, wir wollen es einfach machen. Die heißt Golden Train. Ich kam auf die Nummer vor ein paar Jahren. Das ist ein Song von Justin Nozuka. Der ist in Deutschland, glaube ich, gar nicht so bekannt. Ich glaube, der kommt aus Kanada. Super talentierter Sänger und ich habe mich sofort in diesen Song verliebt und habe zu meinem Produzent Jan Pfeiffer gesagt, ich will das auf meinem Akustikalbum singen. Und somit haben wir es auch getan und den würde ich gerne auch heute für euch live performen. Viel Spaß. Don't you wait. You go, or would you stay tomorrow with a golden train? Need to take you.
Dankeschön. Dieser nächste Song hat schon viel Bedeutung, weil ich weiß nicht, wie viele Leute Cascada-Sachen kennen. Die heute hier sind nicht ihr beiden, das will ich ja. die Nummer, die uns theoretisch, auf Englisch sagen wir, put us on the map, der uns bekannt gemacht hat, das allererste Mal war Every Time We Touch. Das ist eigentlich ein sehr schneller Disco-Song, den ich heute auch sehr, sehr gerne noch performe. Wir haben aber auch hierzu eine langsame Version gemacht. Und die war auch auf unserem allerersten Album drauf. Und deswegen würde ich die heute gerne für euch performen. Hier ist Every Time We Touch. Das ist eine Diva, ne?
steht noch nicht mal aus wie ein Glas. Danke, Svenny. Okay, ja, vielen Dank. Das ist natürlich voll... Hey, hallo. Natürlich voll schön, wenn so eine alte Nummer wirklich irgendwie gefällt. Das ist sehr, sehr schön. Diese nächste Nummer ist auch fast genauso alt eigentlich, aber über die Jahre gehen solche alten Nummern natürlich unter, wenn man die nicht oft performt. Ich liebe diese Nummer und die hier ist für Frankie, weil das seine Lieblingsnummer ist, mein Manager. Also, hier ist Ready for Love. Jetzt kommt sogar eine kleine Premiere. Oh, ich habe sie auf jeden Fall falsch rum. Ich bin immer noch nervös. Ja, zwei, ne? Erzählen kann es im Vorteil. Moment. So. Wie viele wahrscheinlich nicht wissen, auch vielleicht ein paar wissen, haben wir jetzt vor kurzem, ganz vor kurzem, eine neue Single rausgebracht. Die heißt Blink. Das heißt Blinzeln. Und das ist eine absolute Premiere. Ich habe die noch nie live gesungen. Also, verzeiht alle Fehler. Viel Spaß. To understand.
Ihr seht, dass auch bei sogenannter Disco-Musik es nicht schaden kann, wenn man richtig gut singen kann. Es war unfassbar. Und was auch nicht schlecht ist, wenn man richtig gute Songs hat. Und heute konntet ihr alle erleben, dass ohne Computer und ohne Tricks und ohne Melodyne und diese ganzen Studiotricks, die ja alle in dieser Musik sein müssen, dass ohne diese ganzen Tricks diese guten Songs mit so einer guten Stimme richtig geil sind. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich bedanken. Und kann euch nur empfehlen, kauft Blink, auch wenn es ein bisschen anders klingt. Aber es gibt auch... Es gibt auch ein akustisches Album mit diesen Songs, mit solchen Songs, da haben wir uns dran angelehnt. Und ihr könnt es natürlich auch im Internet alle sehen. Ich kann nur sagen, Stimme und Songs, Nathalie. Dankeschön. Nathalie. Ja. Einen haben wir noch. Die unsere Show, unser Wohnzimmerkonzert kennen, wissen, sie hat bisher nur was vom Best Song gesagt. Und na klar, es fehlt noch einer, der First Song. Und da kommt noch jemand auf die Bühne, den haben wir überreden können, aber nicht lange überreden müssen. Andrew. Andrew Donald, come on. Andrew ist so lieb, mit mir einen sehr alten Song zu singen. Ich glaube, der ist für jeden bekannt. You understand me, right? My German is horrible. Oh, you understand. I'm trying to learn German. So, hello everybody. Andrew Donald. In the living room. Dieser Song ist was besonderes. No, by the way, I've been sounding wicked so far. I've been listening very closely. They're brilliant, aren't they? Yeah. I meant the band. Oh, sorry. I was brilliant. No. And Klaus, I love the solo. Oh, that was murder. Just a quick. Well, no, Dodge. Sorry. Oh. English better? This song is quite special to me because I sung this at pretty much every one of my sister's kids' christenings in the church. It's a very old song that I think everyone knows. It started off with Jackson 5 and Mariah Carey covered it with, I've forgotten the name of the singer, but it doesn't matter because you're the singer today. It's called I'll Be There and yeah, viel Spaß. I'll be there.
Dankeschön. So, das war Natalie Holler. Jetzt brauchen wir ein bisschen Luft, eine kleine Atempause und vor allen Dingen eine Abkühlungspause. Eine Mini-Pause und gleich geht's mit dem Knaller weiter. Ihr habt es ja gerade schon gehört mit Andrew Donalds. Also holt ein bisschen Luft, bis gleich.